Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Cassandras Yummy Day. Ja, was ist denn der Yummy Day? Ja, ich sag's euch ganz offen und ehrlich. Ja, der Rewe-Lieferservice war mal wieder da. Und ich find's interessant, wie diese Leute die Tüten packen, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da kommt in eine Tüte einmal ein Paket Brötchen und in die andere Tüte kommen drei Flaschen Wein und Energydrink, dass diese Tüte das nicht halten kann. Ich meine, das dürfte jedem klar sein. Aber nun ja, jedem das seine. Den Verkäufer fand ich jetzt, also den Lieferanten, der für diese Firma ausgeliefert hat, den fand ich jetzt alles andere als freundlich. Der hat kein Wort gesagt, außer gerade mal guten Abend und auf Wiedersehen. Ja. Da habe ich schon bessere Erfahrungen mit dem Rewe-Lieferservice gemacht. Aber nun ja, man kann sich die Lieferanten ja heutzutage nicht aussuchen. Ja, Yummy Day. Ihr wollt jetzt sicher wissen, was ich mir geholt habe. Ja, und da lasse ich euch jetzt mal dran teilhaben. Ich fange mal mit der ersten Tüte an. Rewe-Lieferservice. Jawohl, um es gleich vorweg zu sagen. Dieses Video enthält unbezahlte Werbung, denn ich habe mir diesen Einkauf selbst gekauft und ich habe ihn auch selbst bezahlt. Und ich habe keine Kooperation mit Rewe. Ja. So, dann fangen wir mal an. Zuerst Landliebe. Landliebe Milch, 3,8% frische Landmilch. Ja, ab und zu ein Glas Milch kann nichts schaden, obwohl die Milch ja heutzutage, wird einem ja gesagt, auch nicht mehr so gut sein soll. Aber es sind 1,5 Liter, das reicht. Also ich trinke vielleicht zweimal die Woche ein Gläschen Milch. Also frische Landliebe. Dann habe ich mir geholt Oliventrio. Unter der Eigenmarke von Rewe. Schwarze, grüne, eingelegt. So als Beilage auch immer sehr lecker. Ich liebe Oliven. Jawohl. Ach, habe ich euch schon das Neueste erzählt? Ab 15. November haben wir wieder die Möglichkeit, Lebensmittel innerhalb der Umgebung zu kaufen. Im Hürthpark kommt ein Aldi Süd hin, ja, und der öffnet am 15. November um 9:30 Uhr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, dann habe ich hier Fleischsalat, Brotaufstrich. Habe ich mir gedacht, so mal zwischendurch auf einem schönen, frisch gerösteten Toastbrot von Bob. Dann habe ich mir so drei kleine geholt. Das sind so Mini-Packungen. Ja, ich bin ja auch ein Mini. Ich bin ja alleinlebend und deswegen passt das ganz gut. Das ist Eiersalat von Bob. Jawohl. Ja, die sind wirklich sehr klein. Also da werde selbst ich mich nicht überfressen. Ne? Dann habe ich natürlich auch, ich bin jetzt nicht der gesunde Einkäufer, das wisst ihr sicherlich. Dann habe ich darüber nachgedacht, auch mal Fleischalternativen zu suchen. Nur vegan essen kann ich nicht, weil mein Körper das nicht toleriert und es dann zur allergischen Reaktion kommt. Ja, können die Veganer jetzt denken, was sie wollen, aber das ist tatsächlich bei mir so. Aber so zwischendurch was Veganes, da hatte ich neulich was in meiner Degusta-Box und das war sehr lecker von Valais, vegetarische Schnitzel. Moment, man muss aufpassen, dass das ja unten nicht rausrutscht. Die sehen nicht nur lecker aus, liebe Freunde, die schmecken auch sehr lecker und ihr werdet es nicht merken, dass es kein Fleisch ist. Das schwöre ich euch. Tue ich mal hier. Ja, das Gleiche habe ich dann wieder getan und habe mir wieder Alternativen zu Fleisch gesucht. Natürlich esse ich Fleisch, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Deswegen habe ich mir gedacht, suche ich wie gesagt nach glutenfreien Alternativen und gleichzeitig eine Proteinquelle aus Soja. Liebe aus dem
besten. Like meat, also wie Fleisch. Schnitzel. Die habe ich jetzt noch nicht probiert, aber von Like Meat, ehrlich gesagt, habe ich nur das Beste gehört. Ja, einfach mal probieren, meine lieben Leute. Ja, man muss doch im Leben offen sein für alles. Man kann doch nicht sagen, auch das mag ich nicht und das mag ich nicht. Ich versuche immer so eine Bilanz zu halten zwischen Fleisch, vegetarisch und vegan. Ich esse alles. Ja, das mag sich zwar seltsam anhören, ist aber tatsächlich so. Als nächstes, ja, da konnte ich wieder mal nicht dran vorbeigehen, an den Büsumer Nordseekrabben. Krabbenrührei, ich schwör's euch, da stehe ich drauf. Ja, und die werde ich ganz schön wegnipseln. Ja, endlich mal wieder, das gibt's ja jetzt nirgendwo mehr für mich. Kräuterbutter von Mägle, die muss einfach sein. Und Knoblauchbutter von Mägle. Auf frischem Baguette. Liebe Leute, haltet mich fest. Dann wieder diese kleinen Pop-Dingerchen. Da reicht also wirklich eine Portion für mich vollkommen aus mit einer Scheibe Toast. Geflügelsalat, Brotaufstrich, Pop-Minis. Jawohl. Freue ich mich auch schon drauf. Wird es wahrscheinlich heute Abend gehen. Jetzt ist die Tüte hinuntergefallen. Rama Streichzart mit Butter. Kann man auch nie genug zu Hause haben. So. Demnächst werde ich ja dann, wenn der Aldi dann bei uns eröffnet hat, wahrscheinlich nicht mehr beim Rewe Lieferservice bestellen. Aber das sehe man mir nach. Also ich kaufe lieber hier zeitnah ein. Ja, dann habe ich von Nordsee Heringssalat mit rote Beete und Preiselbeeren. Das kann auch wahrlich nicht verkehrt sein. Köstlich für heute Abend vielleicht auch nochmal. Ja. Und dann Sylter Salatfrische, das Original. Eine Salatsoße. Kennen bestimmt viele von euch, haben es auch schon gefuttert. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert und finde es sehr, sehr lecker. Das ist allerdings nicht die vegane Version, ist auch nicht schlimm, ich bin ja kein Veganer, aber es gibt den auch in vegan. Nur zur Info für unsere Veganer-Freunde. So, liebe Leute. Hier ist noch Werbung drin von Rama. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Die erste Tüte ist leer. Und wo geht sie hin? Einmal hinfort. So, kommen wir zum nächsten. Also es sind natürlich auch ein paar gesunde Sachen dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur ungesunde Sachen kaufe. Nein, nein, nein. Ich habe ja immer irgendwie so eine Mischung aus beidem, sage ich jetzt mal. So, ja. Ich liebe Rosenkohl. Und wie könnte es anders sein? Von Froster Rahmrosenkohl. Entweder esse ich den so, mit, weiß ich, Frikadellen oder was weiß ich. Oder ich mache einen Auflauf daraus. Rosenkohlauflauf, habt ihr den schon mal gegessen? Unbedingt mal machen. Sehr lecker. Dann habe ich mir nochmal Rosenkohl geholt von Iglo, frisch vom Feld, besonders aromatisch und zart. Sehen beide lecker, lecker, lecker aus. Was habe ich denn hier? Ach du liebe Leute. Ach, wie lange habe ich Hähnchenschenkel gesucht? Ich bin ein absoluter Hähnchenfreund. Hähnchenschenkel mit Rückenstück. Hier, Handelsklasse A, tiefgefroren von der Eigenmarke von Rewe. Da sind sie. Fantastisch. Endlich wieder Hähnchen. So, das war's schon mit dieser Tüte und sie sagt auf Wiedersehen. Zack, oh. Ja, gut. So,
große Tüte. Da kommen dann ein paar frische Sachen. Da habe ich mir einmal geholt Rüstentomaten. Habe mir die ehrlich gesagt nicht so groß vorgestellt. Ich mag lieber die etwas kleineren. Aber nun sind es mal wieder diese dicken Dinger geworden. Was willst du machen? Da bleibt nur zu hoffen, dass sie schmecken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe es einfach. Ich stelle die jetzt mal hier runter. Dann Eier aus Freilandhaltung. Gibt bei mir nur Eier aus Freilandhaltung. Leider weiß, ihr wisst, ich mag lieber braun, aber vielleicht gibt es sie ja beim Aldi, wer weiß. So, die stelle ich auch hier runter. Sonst trampel ich noch drauf. Ja, dann habe ich ein bisschen Gemüse noch gekauft. Eieieiei. Ihr könnt es wirklich unweigerlich erkennen. Eine Kohlrabi. Ja, was habe ich mit dieser Kohlrabi wohl geplant? Da habe ich tatsächlich ein vegetarisches Gericht angedacht. Vegan ist es nicht, weil es mit Ei ist. Ihr schneidet den Kohlrabi in Scheiben und je nachdem, wie dick die Scheiben sind, könnt ihr es vorher blanchieren. Ich werde es vorher blanchieren. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe es jetzt in ein paar YouTube-Videos gesehen und war begeistert. Und dann wälzt ihr das Teilchen, wenn es geschnitten ist, und blanchiert es in Mehl, in Ei und in Paniermehl und bratet es in der Pfanne aus. Und ich schwöre euch, es sieht aus wie ein Schnitzel. Und ich glaube, man kann übrigens in das Paniermehl noch ein bisschen Parmesankäse reintun, haben auch einige vorgeschlagen. Und ich glaube, dass das echt lecker ist. Und das will ich einfach mal ausprobieren. Also ein Riesen-Oschi habe ich schon. Hier ist noch einer drin, der ist etwas kleiner. Oh Gott, aber trotzdem nicht klein. Etwas kleiner, aber nicht klein. Noch ein Kohlrabi. Und dann habe ich mir geholt, ein bisschen Obst muss immer sein, dreimal die Kaki. Esse ich auch sehr gerne. Ja, Vitamine müssen ins Haus, da geht gar nichts. So, diese Tüte ist auch fertig, das war nicht. Ganz frische Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Ja, und da kommen wir auch schon zur nächsten Tüte. Da gibt's die Goldstücke von Koppenrad und diese neuen Weizenbrötchen. Und ich sage euch, ich träume mal wieder von einem Brötchen mit Dickbutter und Marmelade. Marmelade wird auch noch kommen, die habe ich nämlich bestellt. Die ist mir doch tatsächlich ausgegangen, aber wen wundert's, wenn der Real schon monatelang geschlossen hat. So, die Weizenstücke von Koppenrad und Wiese. Ja, da kommt was ganz Ungesundes auf uns zu. Eieieiei, vollmundig, fruchtig, frischenett, der Mia Rotwein. Den mag ich ganz besonders. Der ist nicht trocken, der hat eher so eine halbtrockene Richtung. Ein feines Gesäffchen, jawohl. Ab und zu Rotwein muss sein. Bei mir jedenfalls. Jeder kann das handhaben, wie er möchte. Was haben wir denn noch hier? Das ist ein Eispäckchen. Da ist kein Lebensmittel drin. Guck mal, das qualmt richtig. Seht ihr das? Dass das qualmt? Ja, oh, das ist auch sehr kalt. Ist das Stickstoff oder was? Keine Ahnung. Gleiche hier nochmal drin. Und jetzt kommt's, was gekühlt werden musste. Die Hähnchenleber. Jawohl. Ja, ich oute mich, ich esse Hähnchenleber. Und wisst ihr was? Mein Kater isst's genauso gerne. Deswegen teilen wir immer brüderlich und schwesterlich. Hier ist noch was drin, obwohl mir gleich die Finger abfallen. Scheint tatsächlich Stickstoff zu sein. Und hier, die hatte ich auch schon mal von Iglo, die feinen Landschnitzel Wiener Art. Ihr glaubt es nicht, liebe Leute, aber die sind so köstlich. Macht euch eine Champignon-Rahmsoße dazu. Yummy, yummy, yummy. So, die Tüte ist auch fertig. Aber liebe Leute, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Jo.
Und das durfte überhaupt nicht fehlen. Das hat lang genug bei mir gefehlt. Das Sammy Super Sandwich von Harry. Ich liebe dieses Toastbrot. Man kann es zu allem benutzen. Ich esse es sehr, sehr gerne. Aber jetzt auch nicht täglich. Ich bin nämlich eigentlich kein Brotesser. Aber das kann man und hört zum Beispiel für mich zu einer überbackenen Zwiebelsuppe. Da mache ich das immer rein. Vorher wird's getoastet natürlich. Kann ich euch nur empfehlen. Oder jetzt zu den Salaten, zu dem Heringssalat, Eiersalat und Geflügelsalat. Ein frisch aufgetoastetes Sammy Super Sandwich. Und ich sage, deliziös. Jo, dann habe ich mal mir eine Flasche Energy Drink geholt. Bullet. Habe ich als Dose schon gesehen. Und dann dachte ich mir, warum hole ich es mir nicht als Flasche? Spare ich doch Geld und da ist ja auch, sind 1,5 Liter. Ja, genau. Das gleiche nochmal, damit es nicht so langweilig wird. Nochmal Bullet Energy Drink. Jawohl. So, auch mal hier runterstellen. Ja, und jetzt kommen die Marmeladen, von denen ich euch erzählt habe. Den Gemle Fabrik Erdbeere. Hergestellt in Dänemark, so wie ich das lesen kann. Ja, und die habe ich schon mal gehabt. Und ich sage euch, Leute, da sind richtige Fruchtstücke drin. Wer diese Marmeladen mag, wo nur samtig und zart ist, für den ist die nicht geeignet. Ich mag richtig stückige Erdbeeren da drin. Und dann kann ich euch die nur empfehlen. Dann gibt es ein Glas meiner Lieblingsmayonnaise von Appel, Delikatessmayonnaise. Kann man zu allem gebrauchen. Ich tue sie auch sehr gerne, nicht viel, aber etwas muss sein, in den Kartoffelsalat. Jawohl. Und dann habe ich mir geholt ein Glas Karottensalat. Kann man als Beilage zu vielen verwenden, auch zu anderem Salat, ne? Es spart die Arbeit, denn es ist schon geschnipselt. Und ich mag unheimlich gern Karotten. Ja. Das war die Tüte. Wir sind noch nicht fertig, liebe Leute. Ich greife mal hier hinter mich. Oh je, oh je. So. Dann habe ich mir bestellt, das musste mal wieder sein, eben auch zum Panieren der Kohlrabi-Schnitzel, Paniermehl von Leimer. Jawohl. Das sind manchmal die kleinen Dinge, auf die es ankommt und die man dann nicht im Haus hat, ne? Ja, dann geht's los. Ich habe ein paar Energy-Drinks bestellt. Jawohl, von Rockstar hier, Pineapple and Coconut. Den hatte ich auch schon mal und ich muss sagen, lecker. Zuckerschen, fein. Noch ein Rockstar, den habe ich schon mal öfter. Tropical Guava. Auch von Rockstar. Erneut von Rockstar. Juice Energy Drink mit Mango, Orange und Passionsfrucht. Yum, 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 yum. Noch ein Rockstar. Guave und Pineapple. So, und last but not least, der letzte Energy Drink, den habe ich auch schon oft gehabt von Rockstar, Blue Raspberry. Oh, Blue Raspberry. Jawohl. So, und weil es so lecker ist, gibt es hier auch noch ein Fläschchen Wein drin. Oh ja, denn Viala Sweet Vino d'Italia Rosso. Auch ein leckeres Tröpfchen, liebe Leute. Das ist allerdings eher was für die Leute, die den etwas süßeren Wein bevorzugen. Ist also nicht jedermanns Sache. So, meine Lieben, das Video geht, glaube ich, schon eine Zeit lang. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Tüte. Da ist auch nicht mehr so viel drin.
Da zeige ich euch auch ein paar Gewürze von Ostmann. Lorbeerblätter, würzig intensiv, waren mal wieder fällig. Jawohl. Dann Backpulver. Ja, ich bin kein Kuchenbacker oder Plätzchenbacker. Ich werde dieses Backpulver benutzen, um weiße Sachen wieder weiß zu kriegen. Zum Beispiel Gardinen oder Unterwäsche. Tut ein bisschen Backpulver mit in den Hauptgang und eure Wäsche wird wieder weiß. Kleiner Tipp von mir. Noch eine Marmelade. Jawohl. Darbo, Fruchtaufstrich, Erdbeere. Ja, ich bin ein Erdbeerenfreak, was Marmeladen angeht. Und da sollen auch richtige Stücke drin sein. Wenn ich die schon sehe. Ich würde sie am liebsten aufmachen, aber noch ist es zu früh. Hab nur ein paar Reste. So. Dann habe ich natürlich nochmal Backpulver gekauft, denn man hat ja nie genug zu waschen. So. Dann endlich wieder Chiliflocken aus der Mühle. Ich mag es alles ein bisschen schärfer und die mache ich eigentlich überall dran. Ob an Soßen oder Suppen, Fleisch sowieso, die Chiliflocken müssen sein. Dann habe ich mir geholt Majoran. Majoran benutze ich eigentlich nicht so oft. Aber zum Beispiel mache ich es immer ein bisschen an die Frikadellen ran. Zum Beispiel. Oder manchmal auch an Gulasch ein wenig dran. Das gibt einen ausgezeichneten Geschmack. Allerdings, was Majoran angeht, solltet ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Sobald da etwas zu viel ins Essen gerät, kannst du das ganze Gericht wegschmeißen. Nur zur Info. Und mein heißgeliebter Pfefferweiß von Ostmann. Der darf mir niemals ausgehen, weil ohne Pfeffer, liebe Leute, bin ich verloren. Ja, liebe Leute, eieieiei, da habe ich ja jetzt was wegzuräumen. Ja, das war das Video Yummy Day von Cassandra. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis demnächst mal wieder. Eure Cassandra. Ciao, ciao.